was ich für mich behaupten kann, ist, dass man als junger Forscher sich zuerst die Frage stellt, was ist Forschung und kann ich als Schüler überhaupt Forschung machen? Oder ist das eher so ein Herumexperimentieren? Kann ich das tatsächlich dann auch bei Jugendforscht einreichen? Und deshalb würde ich ganz kurz gern einmal mit einer Definition von Forschung beginnen. Und zwar umfasst Forschung die geplante Suche nach neuen Erkenntnissen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden. Das passiert sehr vielen Jungforschern, dass sie darauf kommen, dass sie dann auch wissenschaftliche Methoden anwenden und eben auch die Entwicklung erstmaliger konkretisierter Anwendung und praktischer Umsetzung von dem an, was sie forschen. Ob sie eine Methode revolutionieren oder eben einfach nur einen Organismus, wie wir erforschen. Gibt es jedoch keinen Verwendungsaspekt, nennt man das Grundlagenforschung. Das wird uns in unserem Vortrag auch noch einmal über den Weg laufen. Und die meisten Forschungen sind auf angewandte Forschung ausgelegt. Das heißt, es wird nach einer Anwendungsmöglichkeit gesucht. So ging es auch uns. Das heißt, wir haben so einen typischen Forschungsansatz, bin ich der Meinung, gewählt. Wir haben etwas gesehen, wir fanden es spannend, haben recherchiert, ob man dazu etwas findet, haben relativ schnell gemerkt, dass es im Internet nicht so viel dazu gab, Literatur schon gleich gar nicht. Das heißt, wir haben gedacht, wir fangen mit einigen Grundlagenexperimenten an und haben Grundforschung betrieben. Unser Projekt begann mit einem kleinen grünen Ding, was wir in unserem Garten gefunden haben. Das heißt, am Ende hat sich herausgestellt durch Mikroskopie, dass es sich dabei um eine Grünalge handelt. Doch wie kommt man von einer Grünalge auf einen Schleimpilz? Das passiert durch einen zweiten sehr wichtigen Aspekt, wie wir herausgefunden haben. Durch Anregung durch andere, durch Unterstützung, durch Hilfe von Betreuern oder auch Familienmitgliedern, die da mal was gehört haben und eventuell dieses grüne Ding als Schleimpilz identifiziert hatten und man sich damit beschäftigt hat und einfach diese Faszination aufgelebt ist. Genau. Das heißt, wir würden euch heute gerne die Reizreaktionsverarbeitung am Beispiel des Fusarium polycephalum näher bringen. Dabei handelt es sich um einen Schleimpilz. Und wir sind Mara Montag und Lia Schicktanz und besuchen die 11. Klasse am Spezialschulteil in Erfurt vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. Wir würden folgender Gliederung folgen. Und zwar würden wir beginnen mit einem sehr grundlegenden Punkt, wie finde ich ein Thema, wie kann ich das konkretisieren, hilft mir das, wenn ich da schon Betreuer habe und dann, wie komme ich durch eigene Ideen und durch methodisches Arbeiten, vielleicht auch durch Unterstützung zum Ziel. Dann würden wir weitermachen mit dem grundlegendsten Experiment, was wir zu Beginn gemacht haben, das heißt Chemotaxis und pH-Wert-Reaktionen des Schleimpilzes untersucht. Und als nächstes würden wir auf einen Punkt eingehen, der sehr wichtig ist für viele Jungforscher. Warum sollte man überhaupt ein Jugendforschprojekt machen? Was bringt mir das? Was bringt das vielleicht auch anderen? Ist es wert, meine Freizeit in so ein Projekt zu investieren? Und wir haben das dann auch weitergeführt, nachdem wir tatsächlich bei einigen Wettbewerben waren und haben dann Versuche zur Reaktion auf Gummi gemacht oder auch Versuche, um einen Anwendungsbereich tatsächlich zu finden, da das, was wir bis dahin erforscht hatten, nur Grundlagenforschung war und noch keine angewandte Forschung. Diese haben wir dann auch gefunden und sind jetzt im Moment dabei, einen Stoff des Schleimpilzes gegen Schimmelpilze zu extrahieren und haben auch vor einem Monat dann an der Intel ISEF teilgenommen. Und dies war eine sehr unglaubliche Möglichkeit für uns, zum einen in die USA zu reisen, zum anderen zu sehen, was für ein Ausmaß so ein Jungforscherwettbewerb tatsächlich annehmen kann. Und als letztes möchten wir damit schließen, was es uns bringt, was es für die Zukunft bringt und was wir eigentlich aus dem Ganzen hier mitnehmen. Genau, wir wollen am Anfang starten und zwar, wie finde ich überhaupt das Thema? Wir hatten uns vorgenommen, in der 10. Klasse ein Jugendforschprojekt einzureichen. Damit hatten wir nur einen begrenzten Zeitraum von einem Jahr. Wir wollten ein Projekt erarbeiten, was diese Grenze nicht überschreitet und für Schüler realisierbar ist. Wir hatten verschiedene Vorschläge, doch Lia hat bereits ein Schüler-Experimentiert-Projekt über den Schleimpilz durchgeführt und Grundversuche zum Licht, zum pH-Wert und auch zur Gravitation getestet. Und somit ließen Florian und ich uns überzeugen, diese Arbeit als Grundlage für unsere jetzige Jugendforscharbeit zu nehmen. Wir verwendeten also unter anderem die Fehlerquellen, werteten diese aus und lernten daraus, was wir in unserer Arbeit besser machen sollten. Wir wollten uns auf
darauf konzentrieren, diesen pH-Wertversuch nochmal zu wiederholen. Und unter anderem stoßen wir bei der Recherche auf solche Begriffe wie: der Schleimpilz ist eine intelligente Zelle. Und dem wollten wir natürlich auf den Grund gehen. Wir fragten uns, ist es wirklich wahr, dass der Schleimpilz intelligente Entscheidungen treffen kann? Kann er gezielt zur Nahrungsquelle hinwachsen? Kann er zwischen verschiedenen Nahrungskonzentrationen unterscheiden? Und genau das war unser Antrieb und unser Thema. Natürlich begann das Ganze mit einer Recherche und es zeigte sich als äußerst schwierig, überhaupt etwas zum Schleimpilz zu finden, da zum einen in Bibliotheken kaum etwas schriftlich veröffentlicht wurde zu diesem Schleimpilz. Also recherchierten wir im Internet. Da stellte sich ein neues Problem. Die meisten Publikationen waren kostenpflichtig und für Schüler nicht zugänglich. Somit mussten wir lange suchen, bis wir endlich kostenfreie öffentliche Publikationen fanden, mit denen wir dann auch Informationen zum Schleimpilz letztendlich herausfinden konnten. Doch jetzt reden wir schon die ganze Zeit von einem Schleimpilz und Physarum polycephalum. Doch was ist das überhaupt? Für die meisten hört sich das auf dem ersten Eindruck eher ekelig und vielleicht nicht so schön an. Doch der Schleimpilz ist ein Einzeller, welcher viele tausend Zellkerne aufweist. Das entsteht dadurch, dass bei der Zellkernteilung nur die Zellkerne geteilt werden und die anschließende Zytokinese ausfällt. Das heißt, es entsteht eine riesengroße Zelle mit vielen Zellkernen, die nicht durch Membranen getrennt werden. Der Schleimpilz besitzt Eigenschaften von Pflanzen und Tieren und bildet unter anderem auch Sporen aus, die für Pilze typisch sind. Und aufgrund dieser Sporen wurde er zu den Pilzen gezählt und daher stammt auch der Name Schleimpilz, denn es ist eigentlich gar kein Pilz. Diese Sporen verbreiten sich dann durch Wind, Wasser und Insekten und verschmelzen mit anderen zu diploiden Zygoten. Und wenn diese dann sich weiterentwickelt haben, entsteht ein Plasmodium. Und das kann sich nicht nur ausbreiten, sondern auch fortbewegen. Das heißt, das Plasma kontraktiert oder macht eine Art Wellenbewegung und schiebt somit die Pseudopodien nach außen. Der Schleimpilz ist auch in der Lage, dieses Plasma aus den Plasmasträngen zurückzuziehen. Und somit entstehen abgestorbene Plasmastränge, die dann spezielle Sekrete absondern, die dem Schleimpilz symbolisieren, dass dort bereits die Nahrungsquelle erschlossen ist und der Schleimpilz dort nicht mehr hinwachsen muss. In unserer Arbeit beschäftigten wir uns hauptsächlich oder mit dem Physarum polycephalum, welchen Sie hier sehen können. Dieser weist eine charakteristische gelbe Färbung auf und ist häufig in Wäldern auf Totholz zu finden. Schleimpilze ernähren sich wie Amöben mit Hilfe von Phagozytose, das heißt, sie umschließen die Nahrung, wachsen darüber und nehmen sie dadurch auf. In den USA wurde ein Größenexperiment zum Schleimpilz durchgeführt und dort kam heraus, dass der Schleimpilz bis zu 10 Quadratmetern groß werden kann. Und das ist eine beachtliche Größe, wenn man bedenkt, dass es sich um eine einzige Zelle handelt. Auch mehrere Naturstoffe oder Geruchsstoffe sowie der gelbe Farbstoff Physarochrom A konnten aus dem Schleimpilz isoliert werden. Doch wir beschäftigten uns nicht nur mit dem Schleimpilz, sondern auch mit 5 weiteren Schimmelpilzen, die noch im Laufe des Vortrages genannt werden. Unter anderem handelt es sich dabei um den Aspergillus fumigatus, welcher ein sehr weit verbreiteter Schimmelpilz ist, um den Aspergillus terreus, welcher einer der gefährlichsten Schimmelpilze ist, Aspergillus niger, welcher als Lebensmittel- oder auch Materialzerstörer bekannt sein könnte, Aspergillus nidulans und Fusarium leucopersici, welcher ein pathogener Pflanzenpilz ist. Unsere Forschung begann dabei im Schülerforschungszentrum in Erfurt. Dort wurde die erste Arbeit realisiert, das heißt das Schülerexperimentiert-Projekt, mit dem dieses gesamte Projekt seinen Lauf nahm. Da war natürlich kein steriles Arbeiten in dem Sinne möglich, was für den Organismus eigentlich sein muss. Das heißt, das haben wir für die zweite Arbeit dann als Fehlerquelle genutzt und haben gesagt, ja, das Schülerforschungszentrum bleibt uns erhalten, aber nicht als Arbeitsort, sondern eher als Brainstorming-Raum, als Kreativitätszentrum, als Ideenentwicklungsraum, in dem man sich mit seinen Betreuern trifft, vielleicht auch mit anderen Lehrern von anderen Fachrichtungen ins Gespräch kommt und mit ihnen über Probleme, eventuell aber auch über neue Ideen und über tatsächlich auch die innovativen Sachen bzw. Anwendungsmöglichkeiten diskutieren kann. Genau. Und als Schüler erklärt es sich sehr schwierig, ein Institut zu finden, wenn man vorher keine nennenswerten Erfahrungen in Instituten hat beziehungsweise irgendwelche Erfolge aufweisen kann. Das heißt, die hauptsächliche Arbeit, um ein Institut zu finden,
besteht erstmal darin, E-Mails zu formulieren, in die man immer einen neuen Namen und eine neue E-Mail-Adresse einsetzt und diese an alle möglichen Institute, die für diese Projekte in Frage kommen, eben zuschickt. Wir haben zum Glück für unsere erste Arbeit das IBA-Institut in Heiligenstadt etwas einnehmen können und konnten dort auch an einem Tag unsere Versuche ansetzen. Das heißt, unsere Grundversuche, die wir in der ersten Arbeit genutzt haben. Bei einem Jugendforscht-Coaching lief uns dann eine sehr nette Dame vom Uniklinikum in Jena über den Weg. Die meinte, ja klar, kommt doch auch bitte ins Uniklinikum in Jena und macht dort eure Forschungsexperimente. Dabei ist aber natürlich das Uniklinikum ein bisschen schwieriger, sage ich mal, im Umgang mit Schimmelpilzen bzw. Schleimpilzen. Und als zu guter Letzt haben wir durch Herrn Germeroth von Jugendforscht das HKI in Jena vermittelt bekommen, das Hans-Knöll-Institut, welches uns nun auch dank seiner Spezialisierung als Pilzinfektionsinstitut vor allem Schimmelpilze bereitstellen kann, aber auch Hefepilze und generell diesen Laborablauf sehr viel näher gebracht hat. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass man dann als Schüler einen Betreuer zur Hand gestellt bekommt, der aufpasst, der einem notfalls was erklärt, wenn man einige Schritte in bestimmten Sachen noch nicht beherrscht, der aber auch sich eher im Hintergrund hält und den Schüler tatsächlich allein arbeiten lässt. Und das war für uns eine sehr wichtige Erfahrung, zu sagen, das, was jetzt schief läuft, ist auf meinem Mist gewachsen, das habe ich selbst verbockt. Aber auch eben immer diese Anleitung von hinten zu haben. Das heißt, wenn was gründlich schief läuft, so haben wir zum Beispiel mehrfach die Sterilbank angezündet, dass dann eingegriffen wird und gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt hier mal ganz schnell weg, ich mache das für euch zu Ende. Ja. Damit das überhaupt funktioniert, brauchten wir auch einige methodische Arbeitsmittel. So haben wir uns eigene Versuchsschalen entworfen. Das heißt, diese bestehen aus 3 Kammern, wie man hier erkennen kann. Diese 3 Kammern sind durch Stege abgedeckt, die nicht bis zur Decke reichen, als dass eine Luftzirkulation innerhalb der Schale, wenn sie abgeschlossen ist, trotzdem funktioniert. Doch warum macht man Stege in eine Versuchsschale? Eben um das Nährmedium, auf dem der Schleimpilz normalerweise wächst, das heißt Carrageen bzw. Agar, zu trennen. Da wir während des chemotaktischen Versuches, bei dem wir hier eine Menge von Haferflocken und da eine kleinere Menge von Haferflocken eingesetzt haben, auch untersucht haben, ob der Schleimpilz bestimmte Stimuli über die Gasphase wahrnehmen kann. Das heißt, normalerweise ist man eher gewohnt, dass solche Organismen, die recht einfach sind, die Einzeller sind, vieles über aufgelöste Stoffe dann an den Membranen aufnehmen. Und das haben wir halt versucht herauszufinden. In die vorgefertigte Kerbe, die man da sehen kann, wird ein Gummi eingelegt, darauf eine Glasplatte gesetzt. Dieser Gummi ist da, damit es luftdicht abgeschlossen ist, da sich gefährliche Schimmelpilzsporen bilden können, und mit Aluminiumklemmen luftdicht verschlossen. Dies sind die Versuchsschalen für die chemotaktischen Versuche, und wir haben ein weiteres Arbeitsgerät selbst entworfen, eine Fotobox. Da es für uns sehr wichtig war, von allen Versuchen in allen Versuchsstadien Bilder machen zu können. Das heißt, wir brauchen natürlich für die Bilder immer gleiche Bedingungen, das heißt Lichtbedingungen, den Abstand von der Kamera zur der Schale muss gleich sein, die Schale muss am gleichen Platz sein. Das war uns sehr wichtig, da wir auch eine Software geschrieben haben, beziehungsweise unser drittes Gruppenmitglied eine Software geschrieben hat, um diese Bilder auszuwerten. Und das funktioniert ungefähr so: Das Bild wird genommen, analysiert und dann wird eben für den speziellen Gelbton, den der Schleimpilz doch hat, wie Sie sehen konnten, wird eben geschaut, ist es gelb oder ist es nicht gelb, und dann wird gesagt, es ist ein markierter Pixel oder eben nicht. Und daraus lassen sich sehr gut Diagramme darstellen, mit denen man die Wachstumskurven des Schleimpilzes darstellen kann. Unsere erste Fotobox bestand dabei aus diesem Kasten. Der ist hier vorne geöffnet. Das heißt, es gab noch sehr viel Lichteindringen während der Fotos. Die Belichtung war nicht immer gleich. Und die Kamera hatte hier oben keine weitere Stütze. Das heißt, diese war auch noch sehr variabel, flexibel, einsetzbar und konnte verrückt werden. Das wiederum bedeutete für uns,
da wir nun mehrere Arbeiten über den Schleimpilz machen und weitere Versuche machen, dass wir die, auch diese Fotobox nun weiterbringen müssen. Und das haben wir mit dieser dann gemacht. Man kann sehen, dass nun dieser größere Raum aus einer runden Röhre besteht. Das heißt, die LED-Leisten, die innen angeklebt sind, es handelt sich dabei um zwei, haben einen sehr guten Lichteinfall, einen sehr gleichmäßigen Lichteinfall. Oben kann die Kamera eingelegt werden. Dieser hat auch einen Steg, mit dem sie besser positioniert werden kann. Dann ist eine Art Schubkasten zu sehen, in den man in eine eingefräste Halterung die Schale stellen kann, sodass diese auch nicht verrückbar ist. Und diese kann geschlossen werden. Und wenn das Foto gemacht wird, ist dieser Raum fast komplett abgeschlossen. Es kommt nur durch diesen kleinen Schlitz, den Sie da sehen können, noch etwas Licht von außen durch. Nun möchte ich zu unseren Versuchen kommen. Zuerst einmal setzten wir Kontrollversuche an, um zu testen, ob der Schleimpilz überhaupt wächst. Dazu hatte er optimale Bedingungen, das heißt, er wurde steril unter der Sterilbank angesetzt und hatte viele Haferflocken ringsherum verteilt. Und wie Sie sehen können, auf dem Bild wächst der Schleimpilz und nutzt die Haferflocken als Nahrungsquelle. Der zweite Versuch stellte dann die pH-Wertreaktion des Schleimpilzes dar. Zuerst einmal setzten wir je zwei Versuche an mit saurem Boden und mit basischem Boden. Und aufgrund der Vorgängerarbeit vermuteten wir, dass er auf saurem Boden besser wächst als auf basischem Boden. Doch die Versuche zeigten etwas anderes. Bei dem sauren Boden starb der Schleimpilz nach 5 Tagen und wurde vom Schimmel befallen. Und er färbte sich von hellgelb zu dunkelgelb bis orange. Bei dem zweiten Versuch starb er bereits nach dem 3. Tag ab. Bei den Basenversuchen hingegen bewegte der Schleimpilz sich von dem Filterpapier, welches der Ausgangspunkt des Wachstums darstellt, weg und bewuchs eine Haferflocke teilweise. Doch auch das Wachstum war eingeschränkt. Und diese beiden Versuche stellten praktisch die Vorlage für den eigentlichen pH-Versuch dar. Dabei hatten wir einen neutralen Nährboden und stachen zwei kleine Kreise aus. Diese Kreise versetzten wir dann mit saurem Boden und mit basischem Boden und ringsherum platzierten wir die Haferflocken, sodass der Schleimpilz, um an die Haferflocken zu kommen, über diese oder um diese Kreise herum wachsen muss. Wir vermuteten, dass er die Säure komplett meidet und die Base teilweise bewächst aufgrund der Vorversuche. Und diese Vermutung bestätigte sich auch. Wie man auf dem Bild gut erkennen kann, vermeidet er die Base vollständig und wächst direkt am Rand entlang. Und die Base bewächst er temporär. Also können wir sagen, dass der Schleimpilz doch den neutralen Boden bevorzugt, welcher leicht basisch sein könnte. Und das entspricht auch der natürlichen Umgebung des Schleimpilzes. Der Hauptversuch unserer ersten Arbeit stellte dann den Chemotaxis-Versuch dar. Auf der einen Seite platzierten wir eine Haferflocke, auf der anderen 5 und in der Mitte den Schleimpilz. Somit hatten wir einen recht großen Konzentrationsunterschied, um zu testen, ob der Schleimpilz in der Lage ist, diesen Konzentrationsunterschied wahrzunehmen und die Konzentration dort gezielt hinzuwachsen. Und eben konnten wir auch testen, ob diese Reize über die Gasphase übertragen werden. Bei der Auswertung zeigte sich dann, dass in 8 von 10 Fällen der Schleimpilz zur größeren Haferflockenkonzentration hinwuchs. Und in 6 von diesen 8 Fällen wuchs er anschließend noch zur einzelnen Haferflocke. Das ist damit zu erklären, dass die 5 Haferflocken als Nahrungsquelle bereits erschlossen waren und er eine weitere suchte. Außerdem war erkennbar, dass er recht gezielt und gerichtet auf diese Haferflocken zuwuchs, ohne große Umwege. Somit konnten wir eigentlich sagen, dass er den kürzesten Weg wählte und schon diese Konzentration wahrnahm. Und dass er überhaupt wuchs, zeigt auch, dass die Reize übertragen wurden. Doch warum sollte ein Schüler sich nun, sag ich mal, die Mühe machen, in seiner Freizeit ein Jugendforschprojekt zu starten? Das möchte ich mir ganz kurz darstellen. Für uns ist es besonders... Für uns ist es natürlich besonders wichtig, zum einen, dass man Spaß hat. Also, dass man Spaß hat, dass man das unbedingt machen will, dass man eine Faszination ausleben kann, indem man das macht, weil es ist die Freizeit, die man auch mit Sport machen könnte oder mit Kunst. Und wir haben uns halt dafür dazu entschieden,
zu sagen, wir gehen ins Labor, wir machen das jetzt, wir opfern Teile unserer Ferien dafür. Und das ist sehr wichtig, dass man eben diese Kreativität, diese Faszination hat. Sonst, sage ich mal, ist ein Jugendforschprojekt auch nicht wirklich toll. Und es geht vor allem darum, Kreativität und Ideen auszuleben, etwas selbst zu erschaffen, etwas Beliebiges zu forschen, was einen selbst, sage ich mal, schon berührt. Man muss selbstständiges Arbeiten lernen und man muss recherchieren und vor allem auch lernen, wie man mit dem neuen Wissen, was man als einzelne Person doch nur selbst hat, auch an andere Leute weiterzugeben, auch für sich zu erschließen. Denn niemand anders hat diese Versuche gemacht. Niemand anders kann sagen, ob man sie richtig ausgewertet hat oder nicht. Weil es in diesem Moment ist es das eigene Projekt. Wenn man etwas verbockt, hat man es selbst verbockt. Und dies sieht man zum Beispiel, also diese Faszination, sieht man zum Beispiel vor allem auch bei den Schüler-experimentiert-Kindern. Das heißt, als wir damals beim Regionalwettbewerb waren, waren da kleine Jungs, die wollten unbedingt ihren Mamas beim Wäschelegen helfen. Das heißt, sie haben sich aus Lego einen Roboter gebaut und haben eben einen Roboter gebaut, der so eine Klappbewegung konnte. Und so haben sie dann Wäsche gelegt. Und diese Faszination versucht man eben auch dann an die Jury, auch an die Betreuer weiterzugeben, weil man sich selbst dafür begeistern kann. Man muss aber auch lernen, mit Schwächen und Stärken umzugehen. Das heißt, wo sind die Schwächen meines Projektes? Kann ich Kritik annehmen, wenn tatsächlich Schwächen vorhanden sind? Kann ich Kritik annehmen, wenn die Jury mir sagt, du hast vielleicht den falschen Schwerpunkt ausgelegt, was du mir da vorgestellt hast, war nicht so gut, leg doch mal den Schwerpunkt woanders hin. Das ist auch sehr wichtig, weil man das immer weitergeben kann. So sind wir auch vom Regional- zum Landes- zum Bundeswettbewerb immer wieder an Kritik gekommen von Jurymitgliedern, die gesagt haben, schön, was ihr da gemacht habt, aber ihr habt ganz tolle Methoden, stellt die doch mal bitte in den Fokus. Ja. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Gruppe zusammenwächst. Das heißt, wir drei sind unfassbar zusammengewachsen durch verschiedene Vorträge, denen wir lauschen durften, Veranstaltungen. Wir waren zum Beispiel auch bei der Curious, die uns Jugendforschung in diesem Moment ermöglicht hat. Das sind Sachen, die einen verbinden, die einen weiterbringen, die einen weiter anstacheln, mehr zu wollen. Und eben auch bei den Wettbewerben, wenn man neue Menschen kennenlernt, die vielleicht einen anderen Blick darauf haben, weil Betreuer sind doch sehr fokussiert darauf, dass man in einer Richtung weiterforscht und sich nicht verzweigt, weil sonst wird das Projekt einfach viel zu viel. Das können Sie vielleicht sehr gut einschätzen. Und wenn man dann so kleine Anschubser von Menschen in unserem Alter bekommt, die sagen, hey, hast du da schon mal hingedacht? Oder vielleicht aus ganz anderen Fachbereichen, die sagen, den Schleimpilz könnte man vielleicht auch nutzen, um bestimmte Sachen innerhalb von Computern zu verbinden, weil die elektrisch leitbar sein sollten. Dann kann man sagen, ja, super, super Idee, kann ich weitermachen, möchte ich gerne weitermachen. Oder man kann sagen, passt vielleicht doch nicht zu meinem Projekt und will ich vielleicht doch nicht machen. Aber erstmal diese Ideen zu bekommen von außen, ist unglaublich wichtig. Was wir hier gerade machen, ist Üben von Präsentieren und Darstellen von unserem Projekt. Das ist auch für die Juryrundgänge sehr wichtig. Dort werden Jugendforsch-Coachings angeboten, wenn man Regionalsieger bzw. Landessieger ist. Da kann man sehr viel mitnehmen an rhetorischen Sachen, an anderen Sachen. Und natürlich profitieren wir für die Zukunft. Wir profitieren davon, dass wir Darstellen und Gestalten üben. Wir profitieren davon, andere Menschen in dieses Netzwerk von Jugendforsch tatsächlich eintauchen zu können. Das klingt immer wie ein Klischee, wenn man bei Jugendforsch noch nie mitgemacht hat. Aber wenn man einmal drin ist, wenn man einmal Alumni ist, dann werden einem so viele Veranstaltungen, so viele Möglichkeiten eröffnet, dass das unbedingt erstrebenswert ist, dort mitzumachen. So, wollen wir noch ganz kurz einmal eingehen auf die Coachings von der Stift und von Jugendforscht. Bei dem Regionalsieger-Coaching ist es so, dass man zuerst eine Rhetorikübung hat. Das heißt, ja, man fängt an mit Sprechen, wie kann ich mich gut artikulieren. Und dann kommt man zu den coolen Teilen, zum Elevator-Pitch. Dieser Elevator-Pitch ist unglaublich hilfreich. Man muss nämlich in einer Minute möglichst prägnant die Ergebnisse und warum mein Projekt so geil ist, an das Jurymitglied bekommen. Irgendwie an den Menschen, der mit mir in diesem Fahrstuhl steht und den ich überzeugen will unbedingt von meinem Projekt. Und das hat uns unglaublich geholfen, weil in diesem Moment, wenn man das machen muss, merkt man, boah, das habe ich geschafft,
das ist das, was ich tatsächlich vermarkten kann. Das ist das, was ich kreiert habe. Und wenn man dann weiterkommt, wenn man diesen Elevator Pitch gemacht hat, dann kommt man zu einer Fachjuryrunde. Das heißt, die Fächer werden voneinander getrennt und in einzelne Räume gebracht. Und man stellt sich sozusagen seinen Herausforderern. Das ist aber nicht so, dass man die in diesem Moment als Konkurrenten wahrnimmt, sondern man sitzt ganz entspannt in diesem Raum, stellt das vor, es ist eine kleine Runde, es sind nur 5 bis 6 Leute jeweils in diesem Raum und man kritisiert. Aber man kritisiert jetzt nicht so, du bist scheiße, sondern man sagt, ja, das könntest du vielleicht besser machen oder stell dich lieber so hin oder bezieh das eine mehr mit ein, weil man als eben als Faszination anders wahrnimmt als Schüler, bin ich der Meinung, als vielleicht als älterer Mensch. ja, das war unglaublich hilfreich für uns. Und dann natürlich das Landessieger-Coaching, was nochmal intensiver ist. Man kommt dorthin und dann wird man gebeten, seinen Vortrag zu halten. Da ist man erstmal, okay, das stand so nicht in der Einladung drin, dass ich jetzt hier direkt ankommen muss und das machen muss. Und dann wird man kritisiert und es ist so ein, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Schrecklich, alles schiefgelaufen. Aber diese Kritik wird dann mitgenommen und wir arbeiten dort 2 Tage intensiv an den Postern, wir arbeiten 2 Tage am Präsentieren, wir arbeiten 2 Tage an der Einleitung, die wirklich meistens ein Kracher am Ende wird, sodass dieses Projekt gefördert wird bis zum letzten Punkt und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann am Ende wird nochmal präsentiert und man merkt, die Kritik ist abgeklungen. Es fühlt sich gut an, dann tatsächlich vor diesem Auditorium zu stehen, was am Anfang richtig kritisch war und dann zu sagen, ja, ich habe was geschafft, es ist gut. Und dann trifft man sich meistens doch einmal direkt vor dem Bundeswettbewerb und präsentiert nochmal. Am Ende wird noch ein bisschen gefeilt vielleicht. Dann sind auch die Poster gedruckt, die neuen, an denen man gearbeitet hat. Also man kommt dorthin, hat Poster, die sehen ganz gut aus. Und dann wird da drin rumgestrichen mit Edding und man denkt, oh Gott, was soll das noch werden? Und am Ende hat man bessere Poster. Poster, auf denen mehr drauf ist, die übersichtlicher sind, die ersichtlicher sind, auch vielleicht für Menschen, die nicht direkt Ahnung haben von dem Thema. Und das hat uns extrem geholfen. Ah ja, anscheinend muss ich noch weiterreden, ja. Das ist noch ganz kurz ein Überblick. Das heißt, man beginnt meistens mit einer Idee und einer Fragestellung, die man hat. Dann sucht man sich einen Betreuer und mit dem zusammen versucht man, das Thema zu konkretisieren. Während der Forschung und des Experimentierens kommt es aber meistens dazu, dass das Thema, was man genommen hat bzw. gewählt hat, überhaupt gar nicht am Ende tatsächlich so übernommen wird, sondern sich immer weiter abändert und anders wird. Und vielleicht gehe ich doch in die eine Fachrichtung noch mehr rein. Und dann steht man beim Wettbewerb und denkt sich, boah, ja. Und dann ist es überhaupt gar nicht so, wie man das dachte, wie man das aufteilen soll. So wurde, oder darauf werde ich gleich noch eingehen. Ich möchte ganz kurz vorher... Funktioniert nicht. Ganz kurz vorher noch auf die Ideen und Fragestellungen, wo Sie vielleicht unterstützen können, eingehen. Und zwar steht immer im Raum, wie finde ich ein gutes Projekt? Entspricht das meinen Fähigkeiten? Hat es Wettbewerbscharakter? Kann ich mich damit jemandem messen? Und die Lösung ist einfach nicht suchen, sondern anfangen. Einfach anfangen zu recherchieren, einfach gucken, was ist da, wo kann ich anknüpfen? Und wer ist mein Betreuer? Das heißt, diese erste Hilfe von einem Jugendforschprojekt besteht aus Recherche und Hilfe suchen. Unbedingt Hilfe suchen. Das heißt, meistens wendet man sich zuerst an den Lehrer seines Vertrauens, an den Lehrer, der die Fachschaft bringt. Das sind dann wohl Sie. Und diese vermitteln meistens auch noch Außenbetreuer. Das heißt, bei uns in diesem Moment ist es der Herr Hillmann am HKI, der uns da unterstützt, die sind für einen da, die treffen sich regelmäßig, mit denen steht man in E-Mail-Kontakt und die haben nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Projekt. Und jetzt kommen wir zum ernüchternden Teil von Jugendforscht und zwar dem Jurygespräch. Das heißt, man hat am Anfang die Ausgangslage, wer steht mir gegenüber, was muss ich erzählen, hat er Kenntnisse, hat er keine Kenntnisse. Bei der Jury kann man davon ausgehen, dass sie Kenntnisse hat, jedenfalls die Grundlagen, aber bei einem ganz neuen, also bei jemandem, der davon noch keine Ahnung hat, Eltern oder ähnliches, muss man natürlich anders damit umgehen. Und dann fängt man an mit der Fragestellung und der Idee, das heißt der Hinführung zum Thema und die Beschreibung der Arbeit hat gar nicht so viel, also das, was den meisten Teil ausmacht, das Forschen, das Experimentieren, das, was einem selbst Spaß macht, das muss ganz schön kurz kommen, weil man ja eigentlich hauptsächlich die Ergebnisse vorstellen soll.
Und das war bei uns so ein, okay, na dann, ist ja schön. Und bei uns wurde dann aber gesagt, dadurch, dass wir viele Methoden hatten, die wir selbst gemacht haben, das war, fanden die Jury wohl ziemlich cool, deshalb sind wir wohl auch so weit gekommen, dass gesagt wurde, ja, bringt das doch bitte in den Fokus, das ist geil, dass ihr das gemacht habt. Und das würde ich Ihnen weitergeben, wenn Ihre Schüler in irgendeiner Art und Weise sagen, ich komme da bei einem Problem nicht weiter, dann einfach irgendwas basteln. Das ist super toll, das macht Spaß und das ist vor allem auch innovativ und bringt in Wettbewerben tatsächlich weiter. Und am Ende soll man natürlich kritisch reflektieren, war das alles gut, was ich gemacht habe? Also es müssen unbedingt Fehler genannt werden. Kein Projekt ist perfekt, unseres war es auch nicht. Und man muss auch Rückschläge und alles andere da sehr gern mit einbringen, da ist die Jury sehr offen. Genau, und auf so einen Rückschlag möchte ich jetzt eingehen. Und zwar haben wir nach den Jugendforschwettbewerben und auch nach unseren eigentlichen Versuchen festgestellt bei der Bilderanalyse, dass der Schleimpilz doch auch den Gummiring, der als Dichtung dienen sollte, bei der Schale recht interessant fand. Und so vermuteten wir, dass er ihn vielleicht als Nahrungsquelle nutzen könnte und wollten natürlich da genauer forschen, denn wir dachten, wir hätten eine potenzielle Anwendung des Schleimpilzes endlich gefunden. Denn wie toll wäre es denn, wenn der Schleimpilz solche Gummis abbauen könnte oder recyceln könnte, sodass sie leichter weiterverarbeitet werden könnten. So planten wir, dass wir den Gummi in kleine Scheiben schneiden, in der Mitte platzieren, wie Sie das hier auf dieser schematischen Abbildung sehen können, den Schleimpilz drumherum und dann den Gummi vorher wiegen und nachher wiegen, damit wir feststellen können, ob er an Masse verloren hat, ob der Schleimpilz dort etwas abbauen konnte. Doch das Ganze stellte sich als schwieriger heraus, als wir es gedacht hatten. Der Schleimpilz wuchs nur in einigen Fällen auf diesen Gummi drauf und das Wiegen danach stellte sich noch schwieriger heraus, denn er war verunreinigt, man hatte den Schleimpilz und den Nährboden nun an dem Gummi und so hätten keine exakten Messwerte entstehen können, die man dafür benötigt hätte. Deshalb schlossen wir den Versuch mit dem traurigen Ergebnis ab, dass der Schleimpilz den Gummi nicht als Nahrungsquelle nutzen kann und wir doch noch keine Anwendung gefunden haben. Mit den weiteren Versuchen sollte sich das dann aber klären. Das heißt, wir hatten währenddessen auch gesehen, dadurch, dass wir einige Schalen nicht gereinigt hatten, konnte sich der Schimmel ausbreiten, hat also die gesamte Schale überwuchert. Und am Ende war doch zu sehen, dass der Schleimpilz wieder über den Schimmelpilz gewachsen war. Dies war natürlich ein neuer Forschungsansatz, dem wir unbedingt nachgehen wollten und mit dem wir sogenannte Streuungsversuche gemacht haben. Das heißt, wir haben 5 Schimmelpilze rund um den Schleimpilz positioniert. Einmal den Aspergillus fumigatus, den Aspergillus nidulans, den Aspergillus terrus, den Aspergillus niger und den Fusarium leucopersici. Und diese 5 Schimmelpilze waren oder sind sehr bekannt in der Bevölkerung. Das heißt, sie kommen in unserer Umwelt auch vor. Das heißt, wir hätten direkt ein Anwendungsgebiet. Und was man dann weiterhin sehen konnte, war, dass der Aspergillus fumigatus sehr braun war. Das heißt, wir haben uns dann mit unserem Projektbetreuer auseinandergesetzt und haben gefragt, ja, könnte der denn tot sein? Könnte denn der Schleimpilz da irgendwie was bewirkt haben? Könnten wir jetzt doch eine Anwendungsmöglichkeit gefunden haben? Und dies wurde uns bestätigt. Das heißt, der Aspergillus fumigatus ist nun unser neues Forschungsobjekt, mit dem wir forschen, ob der Schleimpilz doch noch eine Anwendungsmöglichkeit hat. Was man aber auch weiterhin sehen konnte, war die Verdrängung durch die Niger. Das heißt, der Schleimpilz hat wohl nicht gegen alle Schimmelpilze etwas in der Hand, beziehungsweise einen Wirkstoff, da dieser doch diese Schimmelpilze auch alle vor dem Schleimpilz abschirmen konnte. Das ist ganz kurz ein Einblick in unsere Auswertung. Es sind insgesamt 60 Versuchsreihen gewesen, die wir dort angesetzt haben und eben dann 1200 Bilder, die auszuwerten waren. Es war eine Heidenarbeit und was man hier sehen kann, ist, dass man sich jedes Bild genau angeschaut hat, analysiert hat. Was macht denn der Schleimpilz bzw. die Schimmelpilze in diesem Moment? Und dann ist dieses kleine bisschen hier übrig geblieben, als dass man dann daraus Statistiken und so weiter machen konnte. Nicht jeder Forschungsansatz, der gut aussieht, so wie es diese Hefepilze auch tun, wird dann weiterverwendet, da es einfach viel zu viel Aufwand wäre, 2 dieser Forschungsreihen nebeneinander laufen zu lassen. Man kann erkennen, dass der Schleimpilz
die Hefepilze sehr gut bewachsen hat, diese auch übernommen hat und eventuell auch abgetötet hätte. Wir konnten aber leider durch logistischen Aufwand diese Versuche nicht weiterhin vegetieren lassen und haben aber noch ganz schnell für sie zwei sehr besondere Merkmale rausgesucht. Zum einen die Knotenpunktbildung beim Schleimpilz. Das heißt, dieser hat verdickte Plasmastränge gebildet und dies lässt darauf schließen, dass bestimmte Hefepilze sehr nährstoffreich sein müssen. Und es gibt das Schmarotzertum. Das heißt, der Hefepilz, der eigentlich durch den Schleimpilz bekämpft werden sollte, hat sich plötzlich auf den Bahnen des Schleimpilzes ausgebreitet und nimmt nun dem Schleimpilz die Nährstoffe weg, die er dort in den Plasmodien eingelagert hatte. Und an diesen Versuch, dass wir nur mit dem Aspergillus fumigatus weiterforschen wollten, um einen Stoff gegen Schimmelpilze zu extrahieren, da möchte ich Ihnen kurz was vorstellen. Zum einen setzten wir 3 Versuche an, wo wir den Schimmelpilz alleine wachsen ließen und 3 Versuche von Schimmelpilz und Physarum polycephalum gemeinsam, um die Interaktion zu testen und die Stoffe, die bei der Interaktion entstehen, auch festzuhalten. Um dann diese Substanz zu extrahieren, mussten wir das Ganze zerkleinern und in Erlenmeyer-Kolben füllen. Anschließend wurde es mit Ethylacetat gelöst, um die bioaktiven Moleküle dort aufzulösen. Was Sie auch hier sehen können, das ist die Lösung des reinen Aspergillus fumigatus und hier von Aspergillus fumigatus und Physarum polycephalum gemeinsam. Man kann erkennen, dass die linke etwas dunkler ist, das heißt, dieser gelbe Farbstoff spielt dabei eine Rolle, er hat sich also auch gelöst. Dann haben wir das Ganze, diese lipophile Ethylacetatphase vom Wasser getrennt und anschließend wurde das Ganze getrocknet, was Sie hier sehen können. Und hier sieht man auch diesen gelben Farbstoff, der ganz charakteristisch heraussticht. Das Ganze wurde dann mit Methanol aufkonzentriert und somit hatten wir unser fertiges Extrakt. Wir haben sowohl das von der Interaktion von Schleimpilz und Schimmelpilz angefertigt und auch vom reinen Schimmelpilz, um dann letztendlich eine Chromatographie durchführen zu können. Und dann wollten wir die Peaks, die bei der Chromatographie des Schimmelpilzes entstanden, von der Chromatographie des Schleimpilzes und Schimmelpilzes abziehen, um die reinen Peaks vom Schleimpilz und auch der Interaktion der beiden zu erhalten. Doch wir wollten noch die antifungale Wirkung testen und dazu bestrichen wir einen Nährboden mit Aspergillus fumigatus und stachen in der Mitte ein Loch aus. In dieses kleine Loch füllten wir dann verschiedene Konzentrationen des Extrakts. Die höchste Konzentration stellten dabei 10 Mikroliter dar, da der Karagenboden so dünn gegossen war, dass es ansonsten übergelaufen wäre, was hier auch teilweise schon der Fall war. Zum einen ist zu erkennen, dass bei den 7,5 Mikrolitern ein kleiner Meidungsring des Aspergillus fumigatus entsteht, aber das ist noch nicht wirklich signifikant erkennbar. Bei den 10 Mikrolitern hingegen sieht man dann doch schon eine etwas deutlichere Meidung, aber nicht so deutlich, wie wir sie gerne erwünscht hätten. Wir wollten in der Zukunft eigentlich auch noch mit höheren Konzentrationen das testen, allerdings fehlt uns einfach die Zeit dazu. Doch wir können trotzdem sagen, dass er eine kleine antifungale Wirkung schon aufweist. Ich würde jetzt gerne noch etwas zu der Reise berichten, zu der wir vor circa einem Monat aufgebrochen sind, nach Phoenix, Arizona. Wir durften zur Intel ISAF, zur Intel International Science and Engineering Fair fliegen. Das heißt, unser CO2-Fußabdruck war nicht so gut. Dort waren ca. 1.900 Schüler aus der gesamten Welt, das heißt aus 75 Ländern vereint, in einer riesen Messehalle, wie man das hier sehen kann, auf dem rechten Bild. Und wir hatten jeder so eine kleine Bucht, in der wir unser Projekt präsentieren konnten, also nicht zu vergleichen mit Jugendforscht, bei Jugendforscht hat man dagegen Meter an Platz gefühlt. Und wir wurden tatsächlich auch als der Publikumstag da war, mit einer Kette von den Menschen getrennt, damit diese eben keine Wertgegenstände von uns berühren konnten. Das diente einfach eigentlich nur zur Sicherheit, war aber für uns sehr komisch, da wir uns ein bisschen wie im Zoo gefühlt haben, kann man sagen.
Es sind in den USA nicht nur wie bei uns, glaube ich, 7 Kategorien, sondern es sind 22. Und wir sind in der Kategorie Cellular and Molecular Biology gestartet. Es ist auch anders als bei deutschen Wettbewerben aufgebaut. Das heißt, man musste vorher 2 Sicherheitsbegehungen überlebt haben, sonst wurde man disqualifiziert. Und diese waren sehr streng, das heißt kein Glas, kein Sand, keine Chemikalien. Alle Experimente, die vorher gemacht wurden, vor allem für die Physiker, sehr traurig, die ganz tolle Experimente immer haben, durften nicht gezeigt werden, weil einfach davon ausgegangen wurde, wenn du so weit bist, als dass du in der Endrunde bist, beziehungsweise aus Deutschland in die USA geschickt wirst, um dort Deutschland zu vertreten, dass deine Experimente schon funktionieren. Ja, und wir haben auch selbstverständlich die Vorträge nochmal durchgesprochen, beziehungsweise hatten wieder ein Coaching von Jugendforscht organisiert, als dass wir auch Englisch lernen, diesen Elevator Pitch sehr gut zu machen. Und dieser hat uns in den USA tatsächlich fast noch mehr gebracht als in Deutschland, weil in den USA war die erste Frage, nachdem man ganz kurz einen Umriss gegeben hatte über sein Thema, ja, und was sind denn eure Ergebnisse? Könnt ihr die bitte einfach zusammenfassen? Und dann bin ich wieder weg. Man hatte also 15 Minuten Zeit, die Jury so ein bisschen von sich zu überzeugen. Es gab viele sehr kritische Fragen, war natürlich auch teilweise ein bisschen schwer mit Englischen, dem englischen Wortschatz von uns. Aber was uns gesagt wurde, ist, dass diese Plakate sind ja doch sehr spärlich. Viele hatten Plakate, die mit sehr viel mehr Text überdeckt waren. Das heißt, man kann es sich wie so ein Poster vorstellen, was in Universitäten hängt, wo so kleine Kästchen sind, wo ganz viel Zeug drin steht, wo alles so Durchführung, Ergebnisse, alles aufgelistet ist mit allen möglichen Messreihen, ganz viele Tabellen und so weiter. Es wurde uns dann klar, dass vor allem die älteren Professoren das ganz cool fanden, weil sie nicht so viel lesen mussten, weil sie mit Bildern das ziemlich gut erklärt bekommen haben. Und die Jungen waren so wie, oh Gott, könnt ihr nicht ein bisschen mehr draufschreiben? Also das war eine sehr gespaltene Meinung in den USA. Wir wussten auch nicht, wie wir es hätten besser machen können. Was außerdem sehr wichtig war in den USA, natürlich die Kontaktaufnahme zu allen anderen Nationen. Das heißt, wir hatten einen PIN-Exchange. Das könnte man vielleicht in Deutschland auch einführen. Das heißt, jeder Bundesstaat, jeder Staat hat in diesem Fall irgendwelche Pins mitgebracht. Wir haben ganz viele von Jugendforscht bekommen, die wir verteilen konnten und sind dann in einen Riesenraum gegangen, wo tatsächlich dann die 1900 Schüler zusammen vereint waren, haben dort gegessen, haben dort getanzt, vielleicht ein bisschen bei der Musik und haben vor allem diese Pins ausgetauscht. Das heißt, es war so ein, oh, woher seid ihr denn? Ja, wir kommen aus Deutschland. Oh, ich kenne ein deutsches Wort. Nein, scheiße. Scheiße war das Wort, was aus Deutschland bekannt war. Aber was nicht scheiße waren die Projekte, die sie dort hatten. Das heißt, vor allem in unserer Sparte waren sehr viele genetische Projekte. Die haben dort andere Standards, sage ich mal, und auch andere Möglichkeiten. Die bauen das alles anders auf. Das heißt, bis 18 darf man in so ein Labor nicht rein. Und die Schüler sind alle unter 18. Das heißt, die geben ihre Ideen wahrscheinlich an die Universitäten dort weiter. Die machen dann dort die Versuche, die werden sicherlich auch gefördert, wenn sie so und so viele Projekte unterstützen. Und viele haben sich mit CRISPR-Cas auseinandergesetzt. Viele haben sich mit anderen genetischen Sachen auseinandergesetzt. Und vor allem Healthcare war bei denen sehr wichtig. Das heißt, Krebs. Wie kann ich zum Beispiel meine Brust schützen, wenn ich eine Mammographie mache? Dort wurden sehr viele verschiedene Methoden, das heißt hin vom, ich mache es mit einer Wärmebildkamera, die kam aus Deutschland, bis zu, ich baue ein Schutzschild, der die Brust in diesem Moment abschirmt vor der Strahlung. Es war für uns ein sehr großartiges Erlebnis, mit vielen Eindrücken und ja, auch neuen Anregungen, das wir auch nicht vergessen wollen und das uns durch Jugendforscht ermöglicht wurde. Da möchten wir noch einmal ganz kurz danken und wir würden jetzt noch, ja, hier kann man noch einmal das deutsche Team sehen und uns vor unserem Stand. Und schließen möchten wir mit, was bringt uns das und was nehmen wir mit, was bringt es für die Zukunft? Genau, also um unsere Arbeit noch mal ein bisschen zu reflektieren, wir haben unter anderem Grundlagen herausgefunden, wie der Schleimpilz auf pH-Werte reagiert und ob er intelligente Entscheidungen treffen kann. Aber wir wollen in der Zukunft natürlich noch weiter nach einem Anwendungsgebiet suchen, vielleicht noch mal ein bisschen genauer da hineingehen, dass der Schleimpilz eben nicht mehr als diese eklige
Zelle oder dieser erste Eindruck vermittelt wird, dass es etwas Positives ist und dass es uns auch weiterhelfen kann. Aber unsere Arbeit wäre in diesem Sinne gar nicht möglich gewesen, ohne die ganzen Unterstützer und Institute, durch das IBA-Institut in Heiligenstadt, durch das Universitätsklinikum in Jena, was uns durch das Coaching von der Stift vermittelt wurde, oder auch der Kontakt am HKI, mit dem wir momentan zusammenarbeiten, der auch durch das Coaching von der Stift vermittelt wurde. Und deswegen möchten wir uns an dieser Stelle bei Jugendforsch und der Stift besonders bedanken, denn sonst wäre das gar nicht in diesem Rahmen möglich gewesen. Aber wir haben auch gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass wir ein funktionierendes Team bilden, was sowohl menschlich als auch fachlich zusammenpasst. Denn wir hätten nie geglaubt, dass unser Projekt mit so einer Tragweite erreichen kann. Und wir hatten alle drei das Interesse an der Biologie, doch jeder hatte noch spezielle Fähigkeiten und Interessen in andere Gebiete, die dafür gesorgt haben, dass das Projekt so besonders geworden ist und von so vielen verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet wurde. Und wir diese verschiedenen Methoden unter anderem auch kreiert haben. Wir durften zum Bundeswettbewerb fahren und unter anderem auch zur ISF. Und dafür sind wir sehr dankbar und auch stolz, denn wir hätten das echt nicht erwartet. Und wir können nur jedem empfehlen, ein Jugendforschprojekt einzureichen, Spaß daran zu haben, zu forschen. Man lernt so viel, man knüpft Kontakte, man baut sich ein eigenes Netzwerk auf. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wir möchten uns damit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehen nur für Fragen zur Verfügung.